habe heute mit ihm gesprochen. Er sollte noch schnell nach hinten gehen, Herr Spitzer. Genau, jetzt will ich nach hinten zum Verdrahten. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er ist für mich, also ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als er mir alles erzählt hat, was er alles auf einmal gemacht hat. Weil meine Frau sagt mir immer, Männer können nur ein Ding auf einmal. Wenn es zwei Sachen sind, dann muss eine Frau ran. Er hat mir heute erzählt, er hat Medizin, Psychologie, Physiologie, alles auf einmal studiert, hat alles abgeschlossen, er hat ein unglaubliches Wissen, er war Harvard-Professor, er ist Leiter der psychiatrischen Uniklinik in Ulm und ein enormes Potenzial an Wissen, und er wird uns jetzt einen guten, spannenden Vortrag halten über Lernen. Begrüßen Sie mit mir mit einem kräftigen Applaus. Schade, das hätte ich vielleicht brauchen können nachher, aber das macht nichts. Das ist schon okay. Ich möchte versuchen, ich habe eine Dreiviertelstunde, das ist natürlich viel zu wenig. Gerade nach dem letzten Vortrag, das war nebenbei eine ganz besseren Vortrag hätte ich mir gar nicht wünschen können, weil ich bin jetzt zwar manchen von Ihnen vielleicht bekannt als derjenige, der immer so schimpft auf die neuen Medien. Ich arbeite jeden Tag am Computer. Ich habe sogar seit zwei Tagen ein iPhone und ich habe eine Fernsehsendung. Ich werde oft gefragt, Herr Spitzer, Sie können nicht gegen das Fernsehen schimpfen, wenn Sie selber im Fernsehen wollen. Sagen wir, ja, wenn Sie also eine Viertelstunde in der Woche meine Sendung gucken, dann gebe ich Ihnen schriftlich, das tut Ihrem Hirn nicht schaden. Ich bin auch nicht jemand, der einfach nur auf die Medien schimpft. Ich möchte im Gegenteil, dass wir ganz in Ihrem Sinne lernen, besser damit umzugehen. Und ein paar Dinge, die wir da besser machen können, die lernen wir aus der Gehirnforschung. Und genau deswegen möchte ich Ihnen ein bisschen was über Ihr Gehirn erzählen. Sie haben ja eins dabei und deswegen interessiert Sie das. Und Ihr Gehirn, das ist Ihr wichtigstes Organ. Sie werden sagen, ja, das sagt der. Also mein Kardiologe, der sagt mir, mein Herz ist mein wichtigstes Organ. Und was Ihnen die Urologe sagt, möchte ich gar nicht überspekulieren. Trotzdem, wer von uns Spezialisten hat recht? Natürlich ich. Und zwar, das kann ich Ihnen beweisen. Ihr Gehirn ist, also wenn eine Niere kaputt ist, kriegen Sie eine neue Niere. Wenn ein Herz kaputt ist, neues Herz. Stellen Sie vor, Ihr Gehirn ist kaputt, Sie kriegen ein neues Gehirn. Da wacht der Spender auf und guckt in den Spiegel und wundert sich, dass er so aussieht wie Sie, aber Sie sind nicht mehr da. Ja. Das Gehirn ist das einzige Organ, bei dessen Transplantation sind Sie lieber Spender als Empfänger. Augen in Zukunft. Wenn Sie ein neues Gehirn kriegen, dann sind Sie weg und der Spender ist noch da. Der sieht dann so aus wie Sie. Das ist der Punkt, ja, den ich machen will. Sie sind Ihr Gehirn, Sie haben nicht bloß eins. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Und nebenbei dem kann ich Ihnen auch gleich wissenschaftlich nachweisen, dass es so ist. Das kommt gleich. Ja. Aber ich will Ihnen sagen, es ist ganz gut, dass Sie da sind, weil Sie wollen über sich was lernen. Und Selbsterfahrungen haben wir ja nie genug. Und deswegen hören Sie mir hoffentlich eine Dreiviertelstunde zu. Mal in die nächste Folie. Nächste Folie. Ja, der da. Ich fange an mit dem Motto. Das kennen Sie schon. Yes, we can. Yes, we do. Denn wenn man kann, dann soll man auch. Und ich möchte Ihnen dazu kurz Wissenschaft vorführen, weil ich mir dachte, das führt die Sache vielleicht ganz gut ein. Und zwar also nicht aus irgendwelchen, ich sag mal, Ökonomieblättern, wo immer so gung-ho geredet wird, sondern aus Science drei Arbeiten Ihnen vorstellen. Science, eins der führenden Wissenschaftsfachbilder, kommt wöchentlich und zusammen mit Nature ist das weltweit das am meisten gelesen. Was hat man, nächste Folie, was hat man gemacht? Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance. Das ist in Science 2006 gewesen. Sie können, das ist das Problem, ja, Sie können Leute tatsächlich schlecht reden. Ach, man kann ja selber vorwärts und rückwärts, richtig. Na, bestens. Also, es ist nicht egal, was Sie über sich selber denken, wenn Sie arbeiten oder ein Problem lösen. Ja. Und um das rauszukriegen, um das mal ganz richtig festzunageln, hat man Folgendes gemacht. Man hat etwa 130 junge Frauen, das waren College-Studentinnen, hat man gesagt, wir machen jetzt einen Test mit euch und geben Sprache. Ihr müsst einen Text lesen und den Text verstehen, zusammenfassen, Fragen dazu beantworten, also wirklich euch mit dem Text auseinandersetzen. Was die nicht wussten,
Das waren vier verschiedene Texte und jeder hat eben zufallsverteilt irgendeinen davon bekommen. Die Texte gingen entweder um eine Meta-Analyse über verschiedene Länder, dass Männer und Frauen in Mathematik gleich gut sind, oder es ging um die Rolle des weiblichen Körpers in der Kunst und also um weibliche Vorurteile, wenn Sie so wollen, oder es ging um Texte, da hieß, Männer sind halt 5% besser in Mathe, weil die Jungs in der Schule mehr gefördert werden, oder ein Text, ja, also das Mathe-Gen sitzt auf dem Y-Chromosom, wenn man davon keins hat, Pech gehabt. Das mussten die Frauen lesen und sich damit beschäftigen. Ja? Und dann, als sie fertig waren, dachten sie, so, jetzt haben wir eure Deutschkenntnisse geprüft mit irgendwelchen Texten. Ja? Jetzt machen wir noch einen Mathe-Test. Das sind die Ergebnisse im Mathe-Test, in Abhängigkeit davon, was die gerade an Text gelesen haben. Ja? Das war der einzige Unterschied zwischen den Gruppen. Ja? Sie sehen, keine Unterschiede, da waren die gut. Ja, Vorurteile, ja, schlecht, Genetik, schlecht. Und wenn sie nur gelernt haben, dass die Jungs halt mehr gefordert werden, naja, und dann waren sie, kann man trotzdem gut sein. Ja. Aber was sie hier sehen, ist was ganz Verrücktes. Weil, je nachdem, was man ihnen vorher erzählt hat, ja, wie gut sie in Mathematik sein können, ja, so sind sie. Was machen gute Wissenschaftler, wenn sie das sowas rausfinden? Sie machen es nochmal. Ja, weil man glaubt es erstmal gar nicht. Ja. Nochmal, gleiches Ergebnis. Und da muss ich es mal klar machen, Sie haben hier 16 Punkte in Mathe oder 6 Punkte in Mathe, in Abhängigkeit davon, was Sie gerade gelesen haben, wie gut Frauen in Mathematik sind. Die Amis sind schnell. Das ist im Jahr 2006 publiziert, sowas gibt es auch gleich durch die Presse und so weiter. Im Jahr, das habe ich vor kurzem gelesen, 2009, Sie wissen, die machen landesweit SAT-Scores, sind die Mädchen zum ersten Mal, seit man die Tests macht, genauso gut wie die Jungs. Ja, das hat sich umgesprochen. Nach dem Motto, man kann die Leute schlecht reden. Man muss es aber auch nicht. Ja. Und wenn die das wissen, dann müssen sie dem nicht unterliegen. Ja. Jetzt, man kann also schlecht reden. Die Frage, die sich sofort stellt, ist, ja, kann man auch Leute gut reden? Zwei Science Papers. Recursive Processes in Self-Affirmation und so weiter. Also auf gut Deutsch, es ist publiziert 2009 und ein Vorläufer-Paper 2006. Was hat man gemacht? Ganz interessant. Sie gehen in die 7. Klasse. Und zwar hunderte von Schülern. Und sagen... Passt mal auf, hier ist eine Art Menü, hier sind Werte und sucht euch bitte einen raus, und zwar den ihr für euch am wichtigsten haltet. Ja? Also egal was es ist, einfach nur, was ist euch für euch selber wichtig. Jetzt schreibt bitte, warum das für euch wichtig ist, was ihr machen wollt, dass ihr das auch dass ihr das auch schafft. Ja? Und dann fasst nochmal zusammen, warum du, warum das und was macht ihr. Also die mussten etwa 20 Minuten über darüber schreiben. Das war die Intervention zu Schulen etwa in den ersten 6 Wochen des neuen Schuljahres 7. Klasse. Kontrollgruppe muss man auch haben, ganz klar. Ja. Nämlich, man ging auch in ein paar Klassen, und das war also bei der Zufall natürlich wieder randomisiert, wie das so ist, und hat man gesagt, pass auf, gleiches Menü, die Instruktion war jetzt aber, sucht euch das raus, was euch am wenigsten interessiert, und schreibt darüber, warum sich wohl ein anderer dafür interessiert. Also, Musik macht mich gar nicht an, aber der Jimmy, der spielt Gitarre. Und dann schreibe ich jetzt, warum der Jimmy vielleicht Gitarrenunterricht nehmen will und die Musik besser wird. Also, ich schreibe über den. Ja? Das ist alles, was man gemacht hat. Man hat dann genau die gleiche Sache im Laufe des Schuljahres noch dreimal gemacht, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Ja, dauert immer nur 20 Minuten. Und dann hat man Zeugnisnoten genommen und einfach da den Durchschnitt, also Zeugnisdurchschnitt. Und was finden Sie? Diejenigen, die über sich geschrieben haben, die waren im Halbjahrszeugnis, also nach ein paar Monaten, ja, schon eine Viertelnote besser als die, die über jemand anders geschrieben haben. Im Ganzjahrszeugnis immer noch, und nach 2 Jahren waren die eine halbe Note besser. Eine halbe Note, das hört sich wenig an, das ist ein Schultyp. Das ist also Hauptschule versus Realschule oder Realschule versus Gymnasium. Ja, das ist eine halbe Note. Das ist richtig viel. Was man doch wissen muss, ist, die Anzahl der Sitzenbleiber hat sich in der Selbstbejahungsgruppe auf ein Drittel reduziert. Auf ein Drittel. Ja, also das ist 20 Minuten Arbeit, dreimal im Schuljahr, und Sie haben nur noch ein Drittel sitzen bleiben. Muss man mal klar machen, was eine Wahnsinn-Intervention das ist. Ja. Was machen gute Wissenschaftler, wenn sie sowas finden? Machen sie es nochmal. Ja. Und jetzt ist interessant. Man hat es jetzt nochmal gemacht, das erste Paper war nämlich schon aus dem Jahr 2006 und jetzt hat man es nochmal gemacht. Und was ganz interessant ist, man hat sich Folgendes gesagt, den Wert schlau sein und gute Noten in der Schule haben, den lassen wir jetzt mal weg und gucken, was dann passiert. Und was passiert? Genau dasselbe.
Sie kriegen keine anderen Ergebnisse, wenn Sie den Wert gut in der Schule sein weglassen. Was lernen Sie daraus? Es kommt gar nicht darauf an, dass ein Siebtklässler gut in der Schule sein will. Es kommt darauf an, dass der irgendwo gut sein will und dass der irgendein Ziel hat. Und dass er lernt, Mensch, wenn ich mir dieses Ziel stecke und dann werde ich besser. Und wenn er das kann und das für sich geschafft hat, was hat er dann gelernt? Dass wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser. Und ganz offensichtlich reicht das völlig aus, dass er das auch in der Schule dann kann. Das ist ja hier das Ergebnis der Schule gewesen. Ja? Wenn Sie gelernt haben irgendwo, Mensch, wenn ich mir nur Mühe gebe, werde ich besser, dann haben Sie gelernt, wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser. Und das ist das Beste, was Sie lernen können in der Schule als Siebtklässler. Ja? Das zeigt diese Studie sehr deutlich. Ich habe das zusammengeschrieben auf Deutsch, können Sie nachlesen. Und meine Sekretärin hat mir dabei geholfen und dann sagte sie mir gleich ganz spontan, wissen Sie was, ich habe auch gerade einen in der 7. Klasse Gymnasium. Vor kurzem sagt sein Lehrer zu ihm, in einem Jahr bist du nimmer hier. So weit deutsche Schule. Ja? Also wahrscheinlich hat er sogar recht gehabt, der Lehrer. Ja? Aber wenn man sowas sagt, hat man ja recht, das sehen Sie ja. Ne? Also an den Frauen. Das sind deutsche Schulen. Ja? Misserfolgsorientiert bis zum Abwinken und nicht, hey, was kannst denn du eigentlich? Ja, dann mach doch. Ja? Man muss nicht mal sagen, mach doch. Man muss ihn nur fragen, was man. Dann fängt er von alleine an. Ja? Das passt nebenbei zu der Beobachtung. Warum ist Sport und Musik in der Schule so wichtig? Neben Theaterspielen, das sind die drei wichtigsten Schulfächer. Es gibt da noch ein paar andere unwichtige, aber das sind die wichtigen. Ganz einfach. Weil Sie, wenn Sie Geige spielen lernen, dann lernen Sie, wenn ich ein paar Mal probiere, dann wird es besser. Und das hören Sie sofort. Ja? Das nennt man Immediate Gratification. Ja, Sie merken sofort, wenn es besser ist. Und dann lernen Sie, hey, wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser. Deswegen können Sie 10 Leute, die ein Instrument spielen und 10 Leute, die keins spielen, Sie können testen, was Sie wollen. Die Instrumentalisten sind besser. Weil Musik intelligent macht? Nee. Weil Musik einfach, Sie lernen dadurch Selbstwirksamkeit. Und dann natürlich noch was, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich habe ja Kinder und habe das als Vater immer wieder erlebt, wenn Sie als Tochter die Geige spielen lernt, ja, was machen Sie da? Ab und zu müssen Sie da auf Sonntag vormittägliche Vorspiele. Ja, und dann gehen also 10 oder 20 Väter mit ihren Kindern, kommen da an im Wohnzimmer der Geigenlehrerin und dann jedes Kind einzeln steht vorne und sägt, ja, und hinterher klatschen alle. Ja. Das ist doch ganz einfach. Was können die Kinder noch? Auf eine Prüfung hin üben? Und dann die Prüfung meistern. Ja? Die Zielorientierung und vor allem, die können auch dann mal vorne stehen, alleine und können diese Prüfung bestehen. Ja? Und wenn sie das oft genug gemacht haben, ja, dann ist eine Mathematikklassenarbeit für sie auch nicht mehr ein Problem, wo sie nachts vorher nicht mehr schlafen, weil sie wissen, hey, ich kann das schon. Und wenn ich mich da vorne hinstehe, dann das habe ich schon oft genug gemacht. Ja? Deswegen, wenn sie gelernt haben, hey, wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser, erstens, und zweitens, wenn ich ein Ziel anstrebe, dann klappt das auch, und drittens, wenn ich dann geprüft werde, kann ich das auch, wundert sie dann noch, dass die besser sind, egal was sie machen, das ist so, ja, weil sie ganz wesentliche Fähigkeiten gelernt haben. Fähigkeiten, die wir in der Schule heute nicht beibringen. Ja, im Gegenteil, die werden abtrainiert, ja, systematisch fast. Ja. Ja, das noch vielleicht ganz kurz als Motivation für den heutigen Tag, das muss ich auch sagen, das ist ganz nett. Das ist Atlantic Monthly, hat der Harvard-Theologe Harvey Cox, also ein Theologieprofessor in Harvard, der hat was ganz Witziges geschrieben, nämlich er sagt, meine Freunde, die haben mir schon seit langem gesagt, hey, lies doch mal was Gescheites und nicht immer da in Theologiequam. Ja? Hat er gesagt, okay, dann lese ich halt mal den Business-Teil der Zeitung. Und dann sagt er, und mir fiel da auf, das ist ja das Gleiche wie das, was ich eh schon immer lese. Und das ist ein langer Artikel, der liest sich auch ganz lustig, ich fasse ihn aber nur mal in einer Tabelle zusammen. Ja. Also Gott weiß alles, der Markt weiß alles, ja. Gott kann alles, der Markt kann alles. Ja. In der Kirche von wertlosem Brot und Wein wird der Leib Gottes, ja, der Markt kreiert von gar nichts, Werte unendlich viel. Woher wissen wir das? Es gibt Propheten, es gibt Experten. Ja. Wir müssen Opfer bringen, ja, einmal Ziege und Schafen, auf der anderen Seite Jobs und Gerechtigkeit. Und wenn was schief geht, müssen wir nur noch mehr dran glauben, dass es wohl schon funktioniert, dann wird es schon gut sein. Und das Allerschönste ist, wenn Tertullian, ein Kirchenvater aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, der hat schon gesagt, ich verstehe das eigentlich überhaupt nicht. Und genau deswegen glaube ich dran. Und das ist beim Markt auch nicht anders. Das war die Welt bis 2008, Sie wissen es. 2008 haben wir gelernt,
das klappt nicht ganz, ja, und der Markt richtet es nicht. Der weiß nämlich auch, der weiß nämlich nichts. Ja, und jetzt haben wir ein Problem, denn diese Sache mit dem Markt, das war im